Gedanken sind frei, wer kann sie erwarten? 1848, Aufbruch zur Freiheit. Kürzlich gelang uns ein Sensationsfund für die deutsche Demokratiegeschichte, eine Auswandererreisetour von Hans-Reimer Clausen aus Dithmarschen, Paulskirchenabgeordneter in Frankfurt, ein großer Mann, der in Schleswig-Holstein, in Deutschland und Amerika in Vergessenheit geraten ist. Er musste Schleswig-Holstein, das damals Weltgeschichte schrieb, verlassen. Und hier fanden wir Originaldokumente der provisorischen Regierung von Schleswig-Holstein. Theodor Olshausen, sein Studienfreund und großer demokratischer Führer hier in Norddeutschland, stellte einen Reisepass für Hans-Reimer Clausen aus. Das erste Interesse an Amerika kam durch die Bücher von Karl May. Und seit einigen Jahren haben wir ein Interesse an einer Erinnerungskultur für die zeitlosen Werte der 1848er. Die damaligen politischen Konzepte, Ideen und Vorstellungen, die Werte wollen wir bekannt machen, weil sie notwendiger denn je für unsere heutige Zeit sind. Hier haben wir im Jahre 2008 einen Erinnerungsstein, der 1898 ursprünglich am Mississippi aufgestellt worden ist, am Ende des Ersten Weltkrieges dann zerstört worden ist und 2008 von uns erneuert worden ist. Hier am Wartburg College werden wir 2013 im Indian Summer, im Al-Biber-Sommer, eine große deutsch-amerikanische 1848er-Konferenz durchführen. Moin Moin, ich lade Sie herzlich ein, den Gesamtvortrag 1848 und Christian Müller zu googeln. Und weiterhin möchte ich Sie einladen, an unserer großen 1848er-Konferenz im US-Bundesstaat Iowa am Wartburg College vom 3. bis 5. Oktober 2013 teilzunehmen. Im Mittleren Westen, die Bundesstaaten um Chicago rum, das war das Zentrum der schleswig-holsteinischen Einwanderung. Und hier haben wir den Wanderstab, den Spazierstock von Hans-Reimer Clausen, den er als State Senator in Iowa benutzt hat. Bis zum Wartburg College Konferenz. Wiedersehen. Moin, moin.